Forstmaske und dem Hund vor dem Zaun. In Ihrem Fall bitte ich Sie, sich mit dem Hund Polizeikräften zu nähern und die Versammlung freiwillig zu verlassen. Wenn der Hund in irgendeiner Weise auf die Kräfte zugeht, sind diese gehalten, sich zur Wehr zu setzen. Es ist dem Tier gegenüber nicht zu verantworten, sich so zu verhalten. Bitte leisten Sie der Anweisung Folge. Wo ist der mit dem Hund? Hinter mir? Ja. Da ist er jetzt. Ach, der war doch drinnen, ne? Der war, glaube ich, sogar drinnen. Nee, der war gar nicht drin. Ja, meine ich. Der war nicht drin. Der war nicht drin? Nee, er wollte rein. Ach ja. Das habe ich jetzt aber nicht verstanden mit den beiden. Mit den beiden hier, mit ihm und der Frau und dem Blumending. Inzwischen sind auch Rettungskräfte da, um die zusammengebrochene Person zu versorgen. Eigentlich hätte sowas ja von Beginn an dabei sein müssen und nicht erst nachträglich angefordert werden. Offensichtlich auch noch absolute Dilettanten am Werk. Zeitlich verstrichen, das sind mindestens 5 Minuten, 6, 7 Minuten wahrscheinlich gewesen. Und wenn ich schon gesehen habe und gehört habe, wie lange der hier rumgefahren ist, der musste hier einmal wahrscheinlich ganz um die Ding rum. Ja, aber irgendwie können sie mich auf Dauer nicht übersehen hier. Also spätestens wenn sie da drin sind, werde ich ein bisschen im Weg sein, glaube ich. Sie
auf eine Sammelstelle am Martin-Luther-Platz zu bringen. Bitte leisten Sie den Anweisungen der Kräfte Folge und gehen Sie mit. Danke nochmals für dieses kooperative Verhalten. Ah, noch ein Rollstuhlfahrer. Das ist ja Nest hier. Aber der fährt wenigstens noch. Man muss dann einfach sportlich sehen. Na? Nee, noch kein Rollstuhlkommando. Könnt ihr für mich mal lächeln, das sieht besser aus. Danke, so ist schon gut. Wenn wir das Ganze jetzt auflösen wollen, kommen Sie freiwillig mit, stehen Sie einfach auf. Wollen Sie haben das Wasser in diesem Bereich. Würden Sie mit da vorne hinnehmen, stehen Sie freiwillig auf oder sollen Sie tragen? Also das verstehe ich jetzt mal als einfach, dass Sie nicht freiwillig sind. Die ganzen anderen Kollegen von Ihnen, die sitzen jetzt schon da hinten. Das geht in diesem Bereich, der soll freigemacht werden. Sie können gerne da hinten weiter sitzen. Das ist ein Platzverweis. Der gilt für diesen Bereich. Was Sie denn da hinten machen, ist uns erstmal egal. Die Dame in der Camouflage-Hose haben da hinten auch eine Versammlung. Okay. Alles klar, dann werden wir Sie jetzt da hinten fragen, ja? Sollen Sie ein Stück zu Hause sitzen? Wenn der fahren täte? Tut er nicht. Der blinkt hier nur. Doof. Eine Durchsage an unsere Freiheitsstatue auf dem Gelände. Auch Sie werden aufgefordert, die Kugel zu verlassen. Versuchen Sie das. Weiß er nicht. Der hat. Sie setzen sich selbst also keine der Kugel zu einer Gefahr aus. Der wird so eine Hilfe haben. Diese Kugel zu verlassen. Machen Sie mal die Arme auf den Rücken. Nehmen Sie bitte die Arme zurück. Ja? Einfach auf die Knie und auf die Hand. Fährt nicht mehr. Die Beine auch. Winke, winke! Warum fährt er nicht mehr? Ich weiß auch nicht. Der blinkt hier nur noch doof rum. So, dann gehen wir zurück und sammeln uns. In der Reihe,